Hi ihr Tierfreunde, das nächste Los ist dran. Ich bin gespannt. Ein Wunsch von You. Hey, zwei Kombinationen würden mich sehr interessieren. Und zwar Ananas und Curry, Kokosflocken, Milch, also beides, also Kokosflocken und Milch und Kakaoschokolade. Viele liebe Grüße und weiter so. Zwei Kombinationen. Okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt eine von beiden oder mache ich einfach alles zusammen? Ich guck mal, wie ich das mache. Okay, für euch wieder bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss! Hallo und willkommen zurück. Ja, die Ju hat sich ja zwei Kombinationen gewünscht, und zwar einmal Ananas und Curry und zum anderen Kokosflocken und Kakao. Und ja, ich wollte alles zuerst in einem Rezept machen, allerdings war das im Endeffekt doch ein bisschen zu chaotisch und außerdem hat sie sich das ja auch nicht so gewünscht. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Kombination entschieden, denn aus Ananas und Curry hätte ich wahrscheinlich nur ein einfaches Curry-Reisgericht gemacht. Und hieraus machen wir jetzt einen schönen Aufstrich, und zwar einen Nutella-ähnlichen Schokoladenaufstrich. Nutella-ähnlich, weil es halt Kokosflocken sind und keine Haselnüsse. Ich sage euch nachher auch nochmal, was ihr genau ersetzen müsst, damit ihr das Ganze mehr in Richtung Nutella oder Nudossi bringt. Und es ist wirklich ein super einfaches Rezept mit wirklich wenigen Zutaten. Okay, los geht's. Ja, genau genommen besteht der Aufstrich aus nur 5 Zutaten und ihr braucht dafür am besten einen Hochleistungsmixer. Ihr könnt auch einen schwächeren nehmen, aber der sollte es zumindest auch schaffen, Fruchtriegel oder sowas in der Art zu machen. Denn sonst hat er mit dem Rezept wahrscheinlich ganz schön Probleme. Und es kann auch sein, dass es dann halt nicht ganz so fein wird, aber das würde im Endeffekt auch nichts machen. Schmeckt auf jeden Fall trotzdem. So, zuallererst brauchen wir mal 300 ml Wasser. Dann ca. 200 Gramm Datteln. Damit könnt ihr auch die Süße ein bisschen bestimmen. Also ihr könnt auch ein bisschen weniger Datteln nehmen. Oder sogar ein bisschen mehr, wenn ihr möchtet. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass die Masse dann auch nicht zu fest oder zu flüssig wird. Dann braucht ihr 150 Gramm Kokosöl. Und wenn ihr jetzt die Nutella-Variante macht, also das mit den Haselnüssen, dann wird das Kokosöl auf jeden Fall trotzdem rausschmecken. Mich wird es jetzt nicht stören. Aber wenn euch das stört, dann könnt ihr statt Kokosöl halt einfach ein anderes neutrales Öl nehmen. Dann habe ich hier 40 Gramm Kokosflocken und die könnt ihr jetzt ganz einfach ersetzen durch 40 Gramm Haselnüsse oder auch schon fertig geraspelte Haselnüsse. Und ihr könnt die Haselnüsse auch vorher noch ein bisschen rösten, um noch ein bisschen mehr Aroma reinzubekommen. Aber ja, ist nicht unbedingt nötig. Und außerdem 40 Gramm Kakao und hier könnt ihr auch wieder bestimmen, wie schokoladig wollt ihr das Ganze haben. Also entweder mehr oder weniger nehmen. Wenn ihr jetzt übrigens in einem schwächeren Mixer macht, dann wäre es auch praktisch, die Datteln vorher vorzuweichen. Habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil, ja, ich glaube, hier ist es nicht unbedingt nötig. So, das Ganze jetzt schön fein pürieren. Und das kann ruhig ja, eine Minute oder ein bisschen mehr püriert werden. Und die Masse darf auch nachher schon richtig schön warm sein. Dann haben sich auch die Zutaten so richtig schön miteinander verbunden. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 1,5 Minuten lang richtig schön durchpüriert. Und ja, so sieht das jetzt aus, also richtig schön cremig, wie ihr seht. Und so die letzte halbe Minute habe ich den Mixer auch nochmal richtig hochgedreht, also davor auf halber Stufe. Und zum Schluss nochmal ganz hoch. Und so habt ihr jetzt eine richtig schöne, feine Masse. So, das Ganze könnt ihr jetzt entweder in eine Schüssel geben oder ich habe jetzt hier so ein verschließbares Glas. Und ihr seht schon, wie richtig schön cremig und fest das geworden ist. Wird natürlich jetzt im Kühlschrank noch sehr viel fester werden. Aber ja, ihr könnt das auch immer eine Weile vorher rausholen. Dann wird es auch wieder ein bisschen weich. Aber es ist trotzdem auch für weiche Brötchen oder für weiches Brot, es ist trotzdem noch sehr streichzart. Also es wird nicht so super fest werden, dass ihr das gar nicht mehr schmieren könnt. So, jetzt im Vergleich mal eine Version, die ich gestern gemacht habe. Also unsere von jetzt ist natürlich noch warm und noch total weich. Und die von gestern ist natürlich schon ein bisschen fester, aber trotzdem könnt ihr wunderbar das rauskratzen und auch verschmieren. Ja, noch ein paar Tipps zum Schluss. Je länger ihr das püriert, desto feiner wird es natürlich auch. Also ich habe jetzt die Version von gestern ca. 3 Minuten lang püriert und heute nur 1,5 Minuten
Und es ist schon wirklich ein Unterschied zu merken. Also hier sind schon leichte Krümel drin, was ja wirklich auch nicht stört, weil es auf dem Brot kaum auffällt. Aber wenn man beides im Direktvergleich probiert, dann merkt man schon wirklich einen Unterschied. Das eine, das schmilzt richtig auf der Zunge und ist total fein. Und das andere hat, wie gesagt, halt noch ein paar kleine Krümel. Und wahrscheinlich mit einem etwas schlechteren Mixer werdet ihr auch nur so ein Ergebnis hinkriegen, wo kleine Krümel noch zu merken sind. Aber wie gesagt, das, ja, das stört mich wirklich großartig. Ihr könnt übrigens aus der Creme auch ganz einfach eine Schokoladensoße machen, indem ihr einfach mehr Wasser reingebt oder halt weniger von den anderen Zutaten. Dann habt ihr zum Beispiel eine super Schokoladensoße für Eis zum Beispiel oder so. Und ihr könnt es auch noch etwas fester machen, wenn ihr möchtet, um zum Beispiel eine Schokoladentorte damit zu decken. Ja, das würde auch funktionieren. Wobei, wenn die Torte mit der Konsistenz dann im Kühlschrank steht, dann denke ich mal, wäre das schon ungefähr die richtige Konsistenz. Aber halt, wenn ihr noch ein bisschen weniger Flüssigkeit reinmacht, dann ja, wird sie ja noch ein bisschen fester und stabiler. So, mal probieren. Also ich finde, das Ganze hat echt Suchtcharakter. Da muss man, glaube ich, echt aufpassen, dass man das nicht einfach so nebenher löffelt und das Brötchen einfach weglässt. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze einfach als Dessert zu essen. Aber ich glaube, dafür ist es doch ein bisschen zu mächtig. Wobei ich ja auch schon Leute gesehen habe, die Nutella einfach so aus dem Glas löffeln. Aber wahrscheinlich wäre die Version dann sogar noch gesünder. Ja, vielen Dank an dich, Chu, für diesen tollen Zutatenwunsch. Ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt nur einen von deinen beiden Wünschen erfüllt habe. Und wenn ihr noch andere Zutatenkombinationen habt, aus denen ich mal was Schönes kochen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!